Moin, willkommen in Leipzig an der S-Bahn-Haltestelle Mokauer Straße. Hier fährt die Linie S4 zwischen Markkleeberg-Gaschwitz und Torgau oder Falkenberg. Heute möchte ich euch allerdings S-Bahnen zeigen, die hier normalerweise nicht fahren. Eine S3 nach Wurzen kommt von Leipzig Hauptbahnhof und fährt ohne Halt am Bahnsteig durch. Dieser Zug kam kurz nach der planmäßigen S4 nach Torgau. Normalerweise fährt die S3 über Angerkrottendorf. Im Februar 2024 herrschten dort allerdings während mehrerer Wochen Bauarbeiten. Deshalb wurde die S3 abends ab ca. 20.30 Uhr über den Leipziger Güterring umgeleitet. Nachdem die S3 in Richtung Wurzen durchgefahren ist, fährt der RE10 aus Cottbus durch Leipzig-Mockauer Straße. Dann kommt die S3 aus Wurzen nach Leipzig. Auch sie fährt ohne Halt durch. Der nächste Zug ist die S4 nach Markkleeberg-Gaschwitz. Sie hält hier planmäßig. 2 Minuten später fährt noch ein Güterzug durch. Mit der nächsten S4 nach Eilenburg bin ich eine Station weitergefahren, nach Leipzig-Thekla. Hier verlässt der Zug Thekla. Bevor die S3 kommt, fährt noch ein Güterzug in Richtung Westen. Nun kommt die S3 nach Wurzen. Sie fährt hier schon auf dem Gleis des Güterrings.
von mir fährt der RE10 nach Cottbus. Links kommt die S3, die Rampe des Güterrings, herunter. Die Züge fahren zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Engelsdorf ohne Halt. Deshalb haben sie viel Zeit und brauchen nicht besonders schnell zu fahren, um den Fahrplan einzuhalten. Hier sehen wir eine S3 in Richtung Leipzig Hauptbahnhof auf der Brücke über die Störerstraße. Etwas weiter südlich fahren die Züge unter der beleuchteten Brücke der Torgauer Straße hindurch. Zuerst sehen wir einen Gleisbauzug, dann die S3 in Richtung Engelsdorf und Wurzen. Auf der anderen Seite der Brücke liegt der Güterbahnhof Schönefeld. Eine S-Bahn fährt zum Hauptbahnhof. Dann kommt der Zug in Richtung Wurzen. Im Hintergrund ist das Völkerschlachtdenkmal zu sehen. In Paunsdorf fuhren die S-Bahnen auf den Gleisen des Güterrings direkt oberhalb der Personenbahnsteige durch.
Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.